herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Lichtblicke des Dialogzentrums Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Lichtblicke, unser Format, in dem wir Ihnen Ideen, Anregungen aus der Forschung, aus der Praxis, für die Praxis geben wollen, die vielleicht einen Lichtblick darstellen können in der Praxis der Versorgung gerontopsychiatrisch erkrankter Menschen, die ja nicht nur aus Lichtblicken besteht. Das hier könnte einer sein. Also folgende Ausgangslage: Menschen mit Demenz, in diesem Fall geht es vor allen Dingen um Menschen mit Demenz, bei denen fällt es sehr oft sehr, sehr schwer, wenn die Demenz fortgeschritten ist, diesen Menschen am Morgen aus dem Bett zu bewegen und beispielsweise ins Badezimmer zu bekommen, um mit ihnen die Körperpflege durchzuführen. Wenn Sie Pflegende fragen, was die größten Probleme sind in der Betreuung und Versorgung von Menschen mit Demenz, werden immer drei Dinge genannt. Punkt 1, die Kommunikation. Punkt 2, die Ernährung und Punkt 3, Körperpflege. Diese drei werden unabhängig von dem Einrichtungstyp, also ob es ein Krankenhaus ist, ein Altenheim, eine Tagespflege oder die ambulante Pflege, immer wieder genannt. Kommen wir doch mal aufs Problem zurück. Häufig ist es sehr, sehr schwer, Menschen mit Demenz am Morgen bei der Körperpflege zu unterstützen, weil es offenbar, weil sie ängstlich sind und es ihnen nicht gelingt, Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass die Gedächtnisleistung bei vielen, vielen Menschen mit Demenz extrem im Laufe der Zeit nachlässt und dass das Sprachvermögen nicht mehr so gut ist. Das heißt also, wenn Sie jemanden mit Demenz morgens begrüßen oder wollen ihm erklären, wer Sie sind, denn Sie müssen es ihm unter Umständen jeden Morgen von Neuem erklären, weil die Person Sie nicht wiedererkennt aufgrund der Gedächtnisstörung, fällt das eben halt sehr, sehr schwer, dass es sozusagen überhaupt zu einer Verbindung zwischen ihnen kommt. Und wir alle wissen im Sinne personenzentrierter Pflege, wie wichtig oder dass das Entscheidende eigentlich die Beziehung und der Kontakt ist zu diesem Menschen. Also, was wir natürlich immer wieder versuchen, ist, zu diesem Menschen Kontakt aufzunehmen, mit ihm zu sprechen und so weiter. Was aber, wenn er mich nicht versteht? Was aber, wenn er oder sie mir nicht sagen kann, dass sie das jetzt nicht möchte, dass sie sich nicht wohlfühlt oder dass sie Angst haben, weil sie sie nicht erkennen? Das ist die Ausgangslage. Im Jahr 2015 hat das Max-Planck-Institut etwas ganz Spannendes festgestellt, was im ersten Moment Ihnen vielleicht gar nicht so vorkommt, als ob es direkt damit zu tun hätte. Also, das Max-Planck-Institut konnte lokalisieren, dass das musikalische Langzeitgedächtnis eines jeden Menschen an anderer Stelle verortet ist im Gehirn als das übrige Langzeitgedächtnis. Ja, also dort, wo Sie sozusagen Ihre Worte aufbewahren, Ihre Geschichten und vieles andere. Woran merken wir das in der Praxis? Sie kennen das vermutlich. Wir merken das in der Praxis daran, dass viele Menschen mit Demenz, die vielleicht kaum noch sprechen können, kaum noch ganze Sätze sagen können, sehr wohl in der Lage sind, von einem Lied zwei oder drei Strophen zu singen. Ich bin selber gelernter Altenpfleger. Die Leute, die in der Altenpflege arbeiten und mit Demenzkranken arbeiten, wissen das. Ja, da sind Menschen, mit denen können sie kaum noch sprechen. Aber wenn ein bestimmtes Lied gesungen wird, dann singen die ihnen auf einmal zwei oder drei Strophen dieses Liedes vor. Das heißt, wir haben zum einen das Problem der Körperpflege, dass es häufig sehr schwierig ist, weil die natürlich ängstlich sind und sich bedroht fühlen, weil sie nicht wissen, was sie eigentlich von ihnen wollen, wenn sie morgens in das Zimmer kommen. Und wir haben auf der anderen Seite die besondere Fähigkeit eines jeden Menschen, trotz der Demenz, Musik, musikalische Erinnerungen, also Lieder, Liedtexte länger zu erinnern. In der Praxis ist Folgendes häufig passiert. Es gibt viele Altenpflegerinnen und Altenpfleger, die, wenn sie morgens in ein Zimmer kommen und wissen, ich kann mit dieser Person nicht mehr wirklich reden im Sinne und ankündigen, was ich jetzt alles tun werde, die anfangen zu summen und zu singen und stellen auf einmal fest, dass derjenige, der sonst immer Angst hat, wenn man ihn einfach nur freundlich begrüßt am Morgen, dass er auf einmal zugewandter wird und im besten Falle sogar anfängt mitzusingen und mitzusummen. Dass man also festgestellt hat, wenn ich mit Menschen singe und dass man besser mit denen sozusagen in einen Kontakt kommt. Das haben schwedische Forscher benutzt und haben daraus eine Studie gemacht. Die haben gesagt, okay, wir haben das Problem der Körperpflege, dass es ganz schwer ist, häufig am Morgen oder am Abend in Kontakt zu demjenigen zu kommen, dass der keine Angst hat. Wir wissen aber aus der Praxis, dass viele Praktiker über Singen, über Kontakt, über Musik in Kontakt zu demjenigen kommen und wir kombinieren das. Die haben es also folgendermaßen gemacht. Die haben 10 Paare genommen, also Pflegekraft plus Mensch mit Demenz, und haben an 3 oder 4 Tagen die Woche, ist halt die Pflegekraft morgens reingekommen
und hat auf die althergebrachte Weise, also sehr freundlich, guten Morgen gesagt, versucht, denjenigen aus dem Bett zu holen, wenn er aus dem Bett war, vor den Spiegel gesetzt und so weiter. All das, was man zur Körperpflege macht, bis sozusagen zum Verlassen des Zimmers durchgeführt, an 4 oder 5 Tagen auf die althergebrachte Weise und an 1 oder 2 Tagen in der Woche hat man das gemacht, dass man den gesamten Ablauf dessen allen mit Musik begleitet. Das heißt, die Pflegekraft ist morgens reingekommen und hat angefangen, ein bestimmtes Lied, was auch der Mensch mit Demenz kannte, zu singen oder zu summen. Und während des ganzen Ablaufes der Körperpflege wurde gesungen und gesummt. Manchmal war es so, dass die Pflege, dass der Mensch mit Demenz nur zugehört hat, manchmal hat er angefangen mitzusingen und so weiter. Aber es wurde der gleiche Ablauf gemacht, aber zusätzlich das Singen und Summen. Dann hat man danach das immer ausgewertet in Gesprächen, das war eine qualitative Studie, und hat also quasi das bestätigt, was viele Praktiker schon aus ihrer Praxis wissen, wie das so oft in der Versorgungsforschung ist, und hat also bestätigt, dass offenbar dadurch, dass diese Musik länger im Kopf ist, man über diese Musik ein Vertrautheitsverhältnis, Vertrauensverhältnis bilden konnte, dass es dadurch besser in den Kontakt zu den Menschen mit Demenz gekommen ist. Und auf diese Art und Weise sind die also dazu gekommen, daraus ein ganzes Konzept zu machen. Man hat dann angefangen, Pflegekräfte zu schulen, indem man ihnen alte Lieder beigebracht hat, ein bisschen beim Singen unterstützt hat. Nicht jede Pflegekraft singt automatisch gut und so weiter. Das heißt, diese Alltagsbeobachtung aus der Praxis, die wir Praktiker kennen, die wurde quasi durch Forschung untermauert. Insofern kann ich Ihnen nur sagen, Singen ist nicht einfach nur Singen, auch wenn das schon reichen würde. Singen ist auch Teil oder kann Teil von Kontaktaufnahme und kann Teil von Hilfe sein, in den Kontakt zum Menschen mit Demenz zu kommen. Um noch den Bogen noch etwas weiter zu schlagen, wäre tatsächlich zu überlegen, dass auch in anderen Situationen, wo man schwer in Kontakt kommt zu Menschen mit Demenz, dass man dort das Singen benutzt. Situationen wie das Essen, ja, also wenn jemand mit Demenz vor dem Essen sitzt und will nicht essen und ich versuche ihn aufzufordern und er versteht mich nicht, dass ich erst mit ihm singe und dass ich ihm dann das Essen gebe oder wie auch immer. Ich möchte Sie bitten, das auszuprobieren. Bei den Menschen, die jetzt in den Altenheimen sind, in den Krankenhäusern sind, die eine Demenz haben, die jetzt zwischen 70 und 90 Jahre alt sind, ist das noch kein Problem. In der Generation der jetzt 40, 30-Jährigen, die vielleicht mit Techno aufgewachsen wird, wird es bestimmt später schwieriger. Aber da reden wir dann ein andermal drüber. Vielleicht gibt es dann andere Studien, wie man Techno nachsingen kann. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Lichtblick. Ihr Detlef Rüsing.